Am Donnerstag, den 22. Mai, fand am Firmenstandort der IGS in Biberbach der alljährliche Infoday statt. Bei besten Wetterbedingungen präsentierte IGS Programmneuerungen und Innovationen, welche im operativen Prozess enorme Verbesserungen und Zeiteinsparungen für den Kunden bringt. Die Software von Intelligent Global Systems ist made in Austria und funktioniert einfach. Das international tätige Softwarehaus ist im Bereich Rechnungswesen, Dokumentmanagement, Workflow-Management, Warenwirtschaft und Rechtsmanagement tätig. Ein spektakuläres Event mit einem Fußball-Battle, Live-Musik und Gaumenfreuden rundeten den Infoday ab. IGS entwickelt seit über 25 Jahren nachhaltige und effiziente Software für nationale und internationale Unternehmen. In einer Reihe von Fachpräsentationen erfuhren die IGS-Kunden Neuerungen und Verbesserungen der IGS-Software. Ja, ich darf Sie nochmal recht herzlich zu unserem Infoday 2014 begrüßen. Heute in einem etwas anderem Ambiente. Aufgrund der Hitze haben wir das Zelt weggelassen und haben uns da in die Kühle zurückgezogen. Nach einer allgemeinen Einleitung wurde von Herrn Magister Peter Dussmann von IBM über die neuesten Entwicklungen im Bereich Hardware referiert. Dem interessierten Fachpublikum wurden dabei die neuesten Power 8 Server für den Mittelstand vorgestellt. Wir haben neue Fertigungstechnologien erfunden und haben neue Accelerator und Funktionalitäten auf einen Chip gebracht. Das ist ein wesentlicher Unterschied, wodurch wir auch noch schneller geworden sind oder schneller werden konnten. Vielen Dank. Im zweiten Teil der Vortragsreihe präsentierte Klaus Wiesbauer, Teamleader Finance bei IGS, die neue grafische IGS-Oberfläche in deren Anwendung. Mit dieser neuen Form der Darstellung wurde in Zusammenarbeit mit IBM Amerika ein innovatives User-Interface für die klassischen Unternehmensanwendungen des Hauses IGS entwickelt. Hauptaugenmerk wurde dabei auf die Funktionalität und auf die Benutzerfreundlichkeit gelegt. IGS-Geschäftsführer Dr. Gerhard Weginger und Klaus Wiesbauer zeigten im letzten Referat unter dem Motto Best Practice ausgewählte anwendungsorientierte Innovationen. Dazu gehören die Bereiche Finanzbuchhaltung, Controlling und Warehouse. Durch interessante Neuerungen ließen sie die Zuhörer aufhorchen. Danke. Jetzt kommen wir zum lockeren Teil der Veranstaltung, zum Show-Act. Wir haben natürlich keine Kosten und Mühen gescheut, dass wir wieder zwei so Künstler bei uns begrüßen sind dürfen. Im Anschluss der Präsentationen gab es ein spezielles Side-Event, ein Show-Act nicht nur für Fußballfans. Die Freestyle-Fußballathleten Martin Schopf und Roman Futan zeigten, welche erstaunliche Akrobatik mit einem Ball möglich ist. Ich darf Ihnen nur eine Frage stellen. Wie sind Sie auf uns gekommen und was macht Ihre Leidenschaft eigentlich aus? Also ich wurde eben von Ihrer Firma angefragt, heute hier zu performen. Was ich mache, im Prinzip ist es nennt sich Freestyle-Fußball. Man kann es beschreiben als ja, Tricks mit dem Fußball, alles Mögliche. Wir lassen viele andere Künste einfließen, Breakdance, verschiedene Flips, also alles Mögliche. Und natürlich ist es ein sehr passender Anlass heute,
gerade vor der Fußball-WM und ja, ich hoffe, allen hat es gefallen. Okay. Angespornt von den zwei Akrobaten zeigten auch Kunden und IGS-Mitarbeiter ihr Ballkönnen. Da war auch ein bisschen. So, André, kann ich auf der Bühne schwierig. Jetzt haben wir die Bühne wieder frei. Wie gefällt Ihnen die Location? Sie sind ja normalerweise in den Hallen vertreten. Wie gefällt Ihnen die Location auf einem Bauernhof? Ja, also super. Die Atmosphäre ist sehr gemütlich und das Essen sieht wahnsinnig gut aus, möchte ich sagen. Die Leute machen einen sehr gemütlichen, aber professionellen Eindruck. Also es ist, wie Sie gesagt haben, etwas anders, als ich es gewohnt bin, aber ich fühle mich sehr wohl. Schließlich fand ein erfolgreicher Infoday 2014 gemütlich seinen Ausklang mit Live-Musik und einem tollen Abendbuffet. Und wir warten schon gespannt auf den Infoday 2015.